Es ist ein hartnäckiges Vorurteil, oder? Nämlich, dass Fußballer nicht tanzen können. Das hört man immer wieder. Hoppala, was machst du denn? Jetzt hast du McPherson wirklich gemacht. Komm her. Alles gut? Entschuldigung, ich bin vollkommen aus der Übung. Und du bist Dancing Star? Ist alles das nicht gerecht. Alles. Das kann ja wohl nicht sein. Also. Ja, weil du vorher gesagt hast, ich soll da stolpern. Ja, das und jetzt machst du das wirklich. Ja. Ja. So, das wollten wir reden. Über Fußballer, die nicht tanzen können. Ja, ja. Nein, das stimmt nicht. Weil zum Beispiel der Toni Polst ist zweiter. Ja? Der Frankie Schinkis? Ja, bitte, war auch im Finale und bitte, dann, Walter, hört's auf zum Lachen. Es lachen alle. Die Schadenfreude ist die schönste, merke ich schon. Gell? Und der Schoko Schachner ist auch weit gekommen bei den Dancing Stars. Ja, da war gutes Mittelfeld. Jetzt möchte ein weiterer Ex-Fußballprofi, nämlich der Peter Hagmeier, zeigen, also wir Fußballer können doch tanzen und ist mitten im Training für die Dancing Stars. Elisabeth Engstler hat ihn besucht, gemeinsam mit seiner Tanzkollegin Julia Burkhardt. Kannst du das nochmal machen? Genau. Dann, wir sind schon warm, wir werden schneller. Sehr gut. Das ist Kniehieb. Also, das ist ja logisch, wo man Peter und Julia trifft. Auf dem grünen Rasen. Feinster englischer Rasen. Was macht ihr bitte hier? Aufwärmen, Elisabeth, ist wichtig. Aufwärmen. Ja, heute ausnahmsweise darf ich das einmal machen. Dann tauschen wir die Rollen. Okay. Genau. Darf der Peter coachen. Hast du dir das gut überlegt? Jetzt zeige ich dir meine Lieblingsübung, Elisabeth. Lieblingsübung. Ich glaube, mit der kommen wir ins Finale. Bist du bereit? Okay. Voll bereit. Ja. Ich meine, ihr passiert nicht gut zusammen, finde ich schon. Findet ihr das auch? Dankeschön. Bist du zufrieden, Julia? Absolut, absolut zufrieden. Ja. So, dass mir gleich die Stimme weggeblieben ist. Gut. Wollte ich gerade sagen, du hast eine sehr interessante Stimme, aber leider Gottes bist du einfach noch ein bisschen krank, gell? Ja, oder sexy rauchig. Also, sexy rauchig. Wie man will. Zum Glück müssen wir nicht singen, sondern wir dürfen tanzen. Okay. Oder war es umgekehrt gescheiter? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht so rum. Es passt schon. Das Beste ist bei manchen anderen. Also Schultern bleiben gerade und die Hüfte frei eigentlich. Tanz ist auch Sport. Es ist einfach hart. Man muss manchmal auch mit nicht so guten Bedingungen zurechtkommen, so wie du. Du sitzt hier und bist im Einsatz. Ich meine, das bist ja du wahrscheinlich auch gewohnt, Peter, oder? Als Ex. Fußballprofi. Das stimmt, ja. Also es war zur Grundernährung, haben in gewissen Zeiten Schmerztabletten dazugehört. Das war dann so zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Es hat einfach nur gegolten, am Tag X wieder fit zu sein. Insofern das kenne ich. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir sehr bewusst unterwegs und an sich sind wir ja topfit und die Stimme brauchen wir nicht unbedingt. Und wir haben ja immer nur 3 Wochen Zeit, also ich bin sehr optimistisch. 3 Wochen? Ja. Ganz gestreckt, ganz leicht abgewickelt, über vorne, so als würdest du einen Halbkreis zeichnen, nach oben, genau, stopp, Wie weit kennst du dich mit Tanzen aus, Peter? Ich kenne mich nicht einmal mit Fußball aus, ich habe immer nur so gemacht, bei Tanzen nur ein bisschen weniger, aber zum Glück habe ich die Julia und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das hinbringt. Aber Walzer, Tango, Samba, Paso Doble. Habe ich schon mal gehört, ja. Ah! Nein, ist wirklich lange, lange her. Bei der Haltung gibt es gefühlt 100 Sachen, an die ich denken muss. Auf, schwittern, auf, guck da, Hüfte zu. Also, er heißt natürlich Peter, aber er heißt auch sehr musikalisch Peter Alexander mit dem zweiten Vornamen, gell? Stimmt das? Dann kennt sie die Geschichte dazu. Zack. Große Peter Alexander, den wir alle sehr lieben und verehren noch immer. Ja. War der große Entertainer und Held meiner Mutter. Und mein Papa hat immer gesagt, der auch Peter heißt. Mein Sohn muss Peter heißen. Und meine Mama hat gesagt, geht eigentlich gar nicht, aber wenn, dann muss es der Peter Alexander sein, weil das war ihre Liebe, wäre übertrieben, aber ihr großer Held. Nein, du musst. Welchen Tipp hast du mir da gegeben? Ich merke wirklich, dass er wieder schlechter geworden ist. Du hast mir irgendeinen super Tipp gegeben. Der Kopf. Ja, das ist schon klar das Problem, aber irgendwie. Dass du denkst, dass du mit dem Kopf in den Kreis rein. Ah ja, das ist so. Ja, so wie bei der Haltung.
Ja. Ja, das hilft, oder? Ja, ja, das hilft. Pfeif drauf. Oder? Nein, wirklich, das okay. ist ein super Tipp. Ich glaube, das ist der beste bisher. Der ist echt gut, ne? Das ist nicht unwichtig, da ist das Publikum. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bewundere jeden, der sich auf das so einlässt. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer anderen Sportart oder Kunst, was auch immer, mich so trauen würde. Also, und ich bewundere jeden, der sich mit mir auf sowas einlässt. Aber du hast es ja nicht aussuchen können. Ich bin so froh, dass ich sitze. Ja, die Figur haben die jetzt nicht geübt, die du da vorher. Nein. Was war das für eine? Das ist eine ganz heikle Figur. Ja, okay. Da muss man schon sehr viel üben, dass man das so zusammenbringt. Also, dass du mir mal zu Füßen liegst.